Meine Motivation war einfach, dass ich selber Catcalls erlebt habe und sie auch immer noch zu oft meiner Meinung nach erlebe, einfach auf sehr unangenehme Art und Weise. Da ist dann der Sportanimateur irgendwann zu mir gekommen, hat gefragt hat gesagt, dass er die Nacht gerne mit mir verbringen würde. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich 13, 14 Jahre alt bin, hat er gesagt, ja, das macht mir nichts aus, ich würde gerne eine Nacht mit dir verbringen. Ich musste dann eine andere Station vorher aussteigen, damit er nicht irgendwie, ich wollte nicht, dass er weiß, wo ich wohne. Und dann irgendwann ist er auch gegangen, aber da hat man sich schon sehr komisch gefühlt, dass auch sein Nein, ich möchte nicht, einfach nichts gezählt hat. Die Gesellschaft nimmt Catcalling kaum wahr. Deshalb hat Sophia mit zwei FreundInnen den Instagram-Account Catcalls of Munich vor anderthalb Jahren gestartet. Heute gehören 15 Frauen zum Team, sie wollen, dass sich was ändert. Wenn ich so einen Spruch an den Boden schreibe, dann gehen ja viele Menschen vorbei und sehen den Spruch auch schon. Und wir sprechen ja auch mit denen über die Tat oder über die Belästigung, die da passiert ist. Aber meinen Sie dann, dass Männer sich nicht ändern können? Nein, meinen Sie, dass Männer immer so Männer bleiben werden? Getrimmt. Ja. Getrimmt und zwar im Kindergarten, im Krippenalter. Solche Diskussionen mit PassantInnen gehören zum Projekt nicht nur dazu, die Frauen suchen sie auch. Ich muss ehrlich sagen, so ist es für mich jedes Mal eine krasse Überwindung, so einen Spruch aufzuschreiben, weil das ja immer an öffentlichen Plätzen ist und man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren, was sie dazu sagen und sowas. Aber es fühlt sich dann doch immer sehr gut an, das zu posten und einfach diese Geschichte sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen. Als nächstes will das Team von Catcalls of Munich das Projekt aus der digitalen Welt ins reale Leben bringen. Sie möchten aufklären, mehr Menschen für das Thema sensibilisieren. Und dass Catcalling so wie etwa in Frankreich strafbar ist.